Ich tue mal jetzt sozusagen eine manuelle Selbstreinigung machen. Und bereite ihn gerade vor, damit er noch mal ein bisschen stärker wird, weil wer weiß, wann wir den entkalkt haben, kann schon länger her sein. Das heißt, es kann sein, dass er gar nicht so stark produziert. Deswegen tue ich jetzt zuerst mal umpolen, mache saures Wasser hier raus, um dann das stark basische rauszuholen. Und stark basisch mache ich, indem ich den Durchfluss erniedrige auf 1,0. Das ist der Minimaldurchfluss, Eingangsliter pro Minute. Gut. Der schaltet sich dann gleich aus natürlich, wenn es zu niedrig ist. So, also ist jetzt 1,3, aber eine Sekunde, ich schaffe schon weniger. Okay, 1,1, ja. Könnte noch ein bisschen stärker sein, aber wir lassen jetzt mal auf 1,1. Lassen so kurz laufen, bis er so richtig... Man sieht ja hier, wie viele Blasen da so rauskommen und wenn dann so richtig das Ganze in Action zu sein scheint, dann... Aber er kann auch verkalkt sein, dann bringt er kaum was. Müssen wir ihn jetzt gleich sehen. Temperatur des Wassers ist genauso kalt wie die anderen jetzt, weil wir ja laufen lassen haben. Weil die Temperatur spielt einen Einfluss, hat einen Einfluss. Und jetzt scheint er schon gut zu machen, aber ich glaube, der ist verkalkt. So. Dann nehmen wir also 24.2400. Schauen wir uns mal den Verkalkungszustand an. Der ist doch entkalkt worden vorher, letztes Mal. Sonst wäre hier Kalkspuren.